In den folgenden Videos erkläre ich Ihnen, wie Sie eine schräge Rampe bewehren können. Im dritten Teil der Serie bewehren wir nun die Rampe. Dazu benötigen wir einen weiteren Schnitt. Ich öffne die Bauwerksstruktur, setze das Teilbild für den Schnitt aktiv und das Teilbild für die Rampe auf bearbeitbar. Nun starte ich die Funktion Schnitt generieren und erzeuge einen vertikalen Schnitt. Ich öffne erneut die Bauwerksstruktur und setze nun das Bewehrungsteilbild auf aktiv und ändere die Teilbilder Rampe und Schnitt auf bearbeitbar. Damit ich später die Bewehrung in der Animation noch sehen kann, benötige ich einen transparenten Körper. Mit einem Rechtsklick auf die Rampe in der Animation öffne ich das Kontextmenü, wähle die Oberfläche Einstellen und stelle dort eine Transparenz von 50% ein. Nun haben wir alle Vorbereitungen getroffen, um mit dem Bewehren beginnen zu können. Wir wechseln in der Action Bar von der Rolle Architektur zu Ingenieurbau. Hier wähle ich den Reiter Bewehrung aus und aktiviere die Funktion Stabform. Wähle das gerade Eisen aus und passe es mit dem aktivierten Haken für Expansion und Schaltkante an das Bauteil an. Überprüfe die Betondeckung und den Durchmesser und beende die Funktion mit Escape. Nun kann ich die Funktionsbezeichnung absetzen und das Eisen verlegen. Ich wähle dazu eine lineare Verlegung und gebe den Verlegebereich in meinem Ebenenschnitt ein. Passe noch die Abstände an und setze die Maßlinie ab. Genauso gehe ich nun für die vertikalen Stäbe vor. Mit dieser Anleitung können Sie auch problemlos mehrfach geneigte Bauteile mit Polygoneisen und Flächenverlegungen bewehren.